bringen wir es einfach hinter uns, würde ich sagen, oder? Machst du dieses Mal eine Anmod? Nein. Okay. Dann übernehme ich diesmal einfach direkt. Moinsen YouTube, was geht denn damit? Herzlich willkommen zu einer der schlimmsten runden Motortests, die wir jemals haben werden. Und ihr seht schon warum. Wir fahren heute den Ford Crown Victoria Interception Unit. Das wird so ein Bruch. Street Tier 1 Dreckskarre. Und das wird echt eine Katastrophe. Wir haben Profi-Settings, sind schon eingeblendet und wir haben nagelneu und extra für heute eine Folie bekommen, die Tatütata-Variante. Finde ich tatsächlich ganz süß. Also, wir haben aber noch etwas Besonderes heute, nämlich den guten Zyro, der mitfährt. Moin. Und das wird noch viel witziger. Zyro hat sich bereit erklärt, etwas Besonderes für diese Folge zu machen, weil er ja sonst niemals Street Tier 1 mitfährt und mich trotzdem in jedem Event immer so bodenlos in... einfach in den Boden stampft. Bodenlos in den Boden stampft. Wird Zyro dieses Event Stock fahren. Das heißt, während ich mit meinem schönen Ruhmmagneten hier ein paar Bonus-XP sammle mit Max-Teilen, fährt Zyro mit, was hat er an Standardstufe? 300, Digga, mit Fahrzeugstufe 304. Er hat 40 km/h weniger Top-Speed. Du wirst es überleben. Das große Problem, was ich daran sehe, ist, ich werde den Respekt meiner Community endgültig verlieren, wenn Zyro trotzdem schneller ist als ich. Und ich rechne damit. Ich rechne da einfach mit. Ich glaube, das wird genau so passieren. Oh, ich habe noch Reifen drauf. Entschuldigung. Okay, jetzt bin ich aber ready. Und Marcel schreibt gerade noch rein, YouTube liken und abonnieren nicht vergessen. Und da bin ich voll dabei. Sehe ich auch so. So. Okay, wir haben nur noch kein Thema rausgesucht. Chat, ihr habt noch die Chance. Wollt ihr was sagen oder sollen wir YouTube befragen? Sander schlägt auch gerade als Thema vor, das hässlichste Auto, was die Leute immer noch fahren würden, wenn es Meta wäre. Ist scheißegal, alles. Fiat Multipla Hypercar. Ja. Wenn es Meta wäre, würden die Leute es fahren. So, jetzt wird's ja witzig, dass du Stock fährst. Ich bin mal gespannt, wie du klarkommst. Komm ich bei den Bots vorbei. Ja, das geht mir gerade aber auch noch so. Ja, okay. Jetzt in der Linkskurve bin ich an dem letzten vorbei. Oh, ich auch. Okay, du bist aber auch schon vor mir. Ja, das darf auch am Anfang noch sein. Noch ist kein dicker Fehler passiert. Wird noch kommen. Was ist die Karre? Müll. Also, Thema. Welche Spiele, egal ob Konsolengames, Brettspiele, Kartenspiele, was auch immer, unsere Kindheit, Jugend geprägt haben, am allermeisten. Hast du da irgendwas, was dir direkt in den Kopf springt? Boah. Geprägt? Ich meine, du bist noch jung. Für dich ist es wahrscheinlich Stück Schuh 2. Digga, für mich ist es GTA 5. Ah, okay, fair enough. Obwohl. Ja, ich meine, gut, wie alt bist du jetzt? 19. Ja. Ah, doch. So vor 5 bis 10. Also im Rahmen vor 5 bis 10 Jahren GTA 5, doch, kann ich verstehen. Also in dem Alter solltest du es nicht gespielt haben, aber haben wir alle, also. Ja, ich hab GTA mit 11 gespielt. Ja, das wäre nicht. Seien wir realistisch. Ich habe Battlefield mit 5 gespielt. Ja, Digga. Boah, da wurdest du so durch. Okay, also GTA 5 sagst du. Ich will gar nicht wissen, wie dich das geprägt hat, aber es erklärt die große Klappe manchmal. Okay, das, boah, das ist krass. Also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, das Spiel, was mich in meinem Leben am allermeisten mitgepackt hat und gekriegt hat und wo ich am allermeisten Zeit auch rein investiert habe, ist tatsächlich immer noch nicht The Crew, sondern ist Guild Wars gewesen. Was ist das denn? Guild Wars war eine Art World of Warcraft, aber ohne monatliches Payment quasi. Du hast die Spiele gekauft und war dann quasi ein MMO, was du nur einmal gekauft hast, anstatt da monatlich reinzubuttern. Ist auch mittlerweile komplett dead. Es gibt Guild Wars 2, das war meiner Meinung nach der letzte Scheiß. Aber Guild Wars 1 hat mich wirklich über, ich glaube, das habe ich knapp 8 Jahre lang gespielt. Und habe da wirklich also unendlich viele Stunden reingebuttert. Meine, also, ich habe vor der Schule den PC schon angehabt, weil ich ihn abends nicht ausgemacht habe. Bin vor der Schule extra eine Stunde früher reingegangen, um noch irgendwas abzufarmen und dann nach der Schule wieder ran und bis 4 Uhr morgens gezockt, um dann pennen zu gehen für die Schule. Keine Ahnung. Also, ich hatte da echt krasse Suchtzeiten, wo man auch sagen muss, das ist echt nicht gesund gewesen. Also, es war sehr übertrieben.
Aber das war so das Spiel, wo ich auf jeden Fall in meinem Leben am meisten Zeit reingesteckt habe. Und wo ich auch nach wie vor sage, das darf niemals neu aufgesetzt werden, dieses Spiel. Wenn die das neu machen, grafisch überarbeitet und ansonsten von mir aus genau das gleiche, ich würde mit The Crew aufhören, ich würde meine Uni schmeißen, würde dieses Spiel wieder anfangen und würde mein Leben da rein versenken. Ich glaube, ich könnte dem nicht widerstehen. Ich habe da so eine Sucht entwickelt, als ich jünger war. Ich glaube, wenn ich da einmal wieder reinrutschen würde, hätte ich ein richtiges Problem. Das wäre echt gefährlich. Ja, also, es wird so geistig nichts mit, dass ich eine bessere Zeit habe als du. Ja gut, hier auf den langen Geraden ist halt echt bodenlos, ne, wenn ich dann hier meine 300 fahren kann. Also ich bin noch bei 21%. Ah gut, warte, bis ich das Auto zwei, drei Mal versenkt habe oder so. Ja, ich glaube, das reicht nicht. Was, Stronghold? Ich habe Stronghold Crusader damals eine Zeit lang gespielt, aber nicht so sehr. Ja, aber definitiv Guild Wars war mein absolut am meisten gesuchtetes Spiel. Was war es noch so? Ich gebe mal ein paar Jahre weiter nach vorne. Jünger, auf der GameCube. Sonic Adventure 2 Battles habe ich auch extrem viel gespielt. Ich glaube, es ist gar nicht so ultra bekannt, aber das habe ich echt viel gespielt. Guild Wars 2, nicht meins. Habe ich angespielt, fand ich kacke. Aber Sonic Adventure 2 Battle habe ich viel gespielt. Die alten Need for Speeds müssen wir nicht drüber reden, ne? Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbon. So die Ära, definitiv. Was gab's noch Schönes? Ich glaube, was ich viel gespielt habe, war Rummy mit meiner Mutter und auch teilweise mit meiner Schwester. So ein Kärtchenspiel mit Zahlen. Zahlenspiel. Da gehen wir mal weg von den Konsolen-Games. Aber das habe ich echt gern gespielt eine Zeit lang. Einfach mit meiner Mutter dann. Also geschrieben, glaube ich, R-U-M-M-Y. Redo Lynchy und Ronin. Merci für die Follows, die zwei. Weiß nicht, ob es noch jemand kennt, aber Day of the Tentacle sagt mir gar nichts. Klingt auf jeden Fall so, als wäre das eine ganz falsche Schiene. Meinst du Rommy? Kann auch sein. Also ich glaube, die Schreibweise war R-U-M-M-Y, aber vielleicht ist es auch Rommy, aber ich keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall ewig nicht gespielt. Tetris am Gameboy ist auch wild. Die alten Pokémon-Games, ne? Also ich glaube, da haben wir auch alle genug Stunden rein investiert. Auf DS noch, Digga. Ja, Mann. DS war eigentlich so eine geile Spielekonsole, sag ich es ist. Obwohl, was kommt so, ja, kann man die Konsole nennen? Es hat halt einfach die Zeit genau getroffen, ne? Ja, das ist wirklich. Heutzutage könntest du sowas niemandem mehr andrehen, aber in der Zeit konntest du halt nichts Besseres kriegen. Da gab es ja keine Handyspiele oder so. Also, ne? Da brauchtest du so eine kleine Spielekonsole. Da gab es keine Handys. Ja, du bist so weit vorne, ne? Gut, muss auch mal passieren. Ja. Wenn es jetzt ein faires Rennen wäre, wäre ich stolz. Aber Respekt, dass du dich dem stellst, so ein Auto dann auch noch ohne Tuningteile fahren zu wollen. Ja, ich hätte, glaube ich, eins nehmen sollen, was ansatzweise gut ist, weil, Digga... Ja, und dass die Fahrzeugstufe vielleicht nicht halb von der, die Hälfte von der Maximalstufe ist. Ja. Ich bin jetzt bei, warte, jetzt bei 40. Das Interessante ist, ich muss halt wirklich fast gar nicht bremsen, ne? Ich habe gerade sogar mal einen Powerdrift versucht. Der war aber scheiße. Ich drifte alles, weil ich komme eh bei jeder Kurve weit. Das ist echt krass. Rummy Coop? Sagt mir nichts. Kenne ich nicht, zumindest nicht die Bezeichnung. Was habe ich denn noch so früher gespielt? Ich muss sagen, es gab sogar mal ein Fußballspiel, das ich ganz witzig fand. Auch wenn ich da auch immer Frostprobleme hatte. Das habe ich bei einem Kumpel mal gespielt. Das war dieses Super Mario Fußball, wo du ja quasi diese ganzen Super Smash-Attacken hattest, wo Fouls quasi, also da gab es keine Regeln, es gab keine Flaggen, da konntest du faulen ganz gezielt. Und
die Super-Attacken waren quasi jedes Mal, dass du den Torwart mit ins Tor ballerst. Das war witzig. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Super Smash Football oder so. Boah, was gab's noch? Boah, was bei mir auch echt, was ich auch echt viel gesucht habe damals, waren Lego Games. So Lego Star Wars oder Lego Avengers habe ich auch geistig gesucht. Finde ich krass. Hat mich tatsächlich nie so erwischt, diese Reihe. Aber ich habe mir vor, boah, ich sag mal 5-6 Jahren auf dem iPad, irgendwie für einen Zehner, die gesamte, also nicht die neuen, aber die 6er Star Wars Saga für Lego aufs iPad gekauft. Okay. Und habe die durchgespielt mal. Also, irgendwann Star Wars habe ich irgendwann noch, zumindest auf dem iPad mal durchgespielt. Wo du schon bist, Digga. Ich mach dich nass, Anfänger. Ich merk's. Oh Mann. Battlefield darf man halt nicht vergessen. Da hatten wir eben, hatte ich das schon angeschnitten, habe ich schon sehr früh angefangen zu zocken. 1942, Battlefield Vietnam. Meine Highlights, Bad Company 2 und noch besser Battlefield 3 damals. Das hat einfach einen Vogel abgeschossen. Das war nur ein geiles Spiel. Call of Duty, muss ich sagen, war ich nie so ganz into. Die guten Zeiten mit Bad Company 3. Black Ops 3. Aber ansonsten davor, danach relativ wenig. Da war ich schon eher im Battlefield drin. Philipp, danke dir für den Follow. War das alles? Fällt uns nichts anderes ein? Monopoly, habe ich diverse Male vom Tisch gefegt, das Spiel. Ey, frag mal, müsste man wirklich... Also wenn es jemals zu einem Community-Treffen kommt, wo meine Schwester anwesend ist, fragt mal nach Monopoly, als wir jünger waren, ey. Das Schlimme ist, ich war halt viel zu jung. Ich konnte überhaupt nicht strategisch spielen. Meine Schwester war ein paar Jahre älter und hat das schon ziemlich gut drauf gehabt. Und ich habe halt immer haushoch verloren. Also eigentlich habe ich nie verloren, weil bevor ich verloren hatte, war das Spiel weg. Digga. Gott, war ich ein schlechter Verlierer eine Zeit lang. Mein erstes Rennspiel... Es wird nicht ganz das erste gewesen sein, aber das erste, woran ich mich richtig erinnere, war Need for Speed Hot Pursuit 2. Also das ist so ein ganz altes. Ich weiß noch, das Titellied war Going Down on It und der Trailer alleine macht mir heute noch Gänsehaut. Ich habe das Spiel geliebt. Schwerteam, merci für den Follow. Rainbow Six Siege, nicht meine Welt. Ich hab's mal angetestet, nicht meine Welt. Aber, also, ich sag mal, Rainbow Six Siege gibt's auch, glaube ich, noch nicht lange genug, um meine Kindheit geprägt zu haben. 2015. Ja. Da war ich ja nur 20. Ja. Was ich auch noch krass fand, war Skylanders, Digga. Kennst du das? Hab ich nie so gespielt, beziehungsweise ich müsste mir jetzt echt ein Bild angucken, damit ich wieder weiß, worum es da geht. Da hast du so ein Portal gehabt und konntest du für 15 Euro so drei so Figuren kaufen, die du auf dieses Portal packst. Ja, und dann genau. Spielst du die in dem Game. Digga, ja, das hab ich, war so geil. Habe ich nie gespielt. Das Witzige ist, ich glaube, ich habe irgendwo hier noch ein Skylanders rumliegen, das ich damals zu meiner Switch dazu bekommen habe und habe es nie angefasst. Es war halt einfach geil, so als Kind. Man hatte einfach was zum Anfassen, was man in-game gespielt hat einmal. Das war kaum. Irgendwie war das geil. Ja. Ein Rennspiel, was ich auch immer ganz witzig fand, ich glaube, es hieß Fallout. Das war halt ultra trashig, aber es war witzig. Wenn es das ist. Die alten Assassin's Creed. Darf man eigentlich nicht vergessen. Die haben mich auch. Ah, hab ich die. Flatout. Ja, das kann sein. Zeppi, das kann sein. Kann sein, dass es Flatout war und nicht Fallout. Fallout klingt auch falsch. Tony Hawk-Spiele. Nie gespielt, nie meins gewesen, tatsächlich. Twisted Metal. Weiß ich nicht. Irgendwo Shepard da was, aber ich glaube, gespielt habe ich es nie, wenn es so. Ja, also man muss halt sagen, der Crown Victoria, ne, der ist halt schon ein Arsch. Der ist halt arschlangsam. Also, der kommt einem fahrerisch gar nicht so arschig vor, weil er so langsam ist, dass man gar nicht groß rausrutschen kann. Würde ich behaupten.
Ja, wenn, also. Jetzt mal, wenn ich darauf gucke, wo ich bin und wo du bist, bin ich einfach gebrochen. Wo bist du denn? 74. Ja, okay. Bin ich mittlerweile 8% vorne. Das ist auch wirklich ein geisteskrankes Schneckentempo, was ich hier bretter. Ich bin aber auch fast die ganze Zeit halt über 280 Sachen, ne? Dadurch, dass der Wagen ja quasi alles Fullspeed fahren kann, weil er so langsam ist, muss ich halt immer nur mit kleinen Schüben wieder hoch und bin quasi immer über 270, 280 Sachen. Bisschen um die Kurven, langsamer natürlich, aber dann bin ich halt auch direkt wieder drüber. Hügler Games, Basti, Tekken oder so. Nein, aber ja, definitiv Super Smash Bros. Melee damals schon, dann Brawl und auch Ultimate habe ich gespielt. Ja, stimmt. Super Smash Bros. Melee damals, so geil. Wollte irgendwann keiner meiner Freunde gegen mich spielen, weil ich das halt ganz viel gespielt habe und die anderen alle gar nicht. Und dann habe ich natürlich irgendwann immer gewonnen. Und dann habe ich Ultimate, also Smash Bros. Ultimate im Stream mal angezockt vor 2 Jahren oder was. Und habe den Fehler gemacht, mal online gegen Community-Mitglieder spielen zu wollen. Da kamen natürlich direkt die Online-Spieler von dem Spiel. Und das ist halt eine andere Welt. Digga, die zerreißen dich. Ja, also komplett. Das war einfach nur traurig. Phase 10 oder Skippo? Beides geile Spiele, keine Frage. Für einen guten Spieleabend mit der Family, definitiv. Was wir früher immer gespielt haben, wenn wir irgendwo waren mit der Family und dieses typische, die Eltern nehmen Kartenspiel mit, damit die Kinder die Fresse halten, während man aufs Essen wartet im Restaurant oder so. Und es einem nicht so peinlich sein muss. Wir haben es, wie hieß das? Das hieß Knack oder 31 hieß das Spiel. Ich glaube, eine andere Bezeichnung war Schwimmen. Also Knack 31 Schwimmen. Knack 31 gibt es auch als Kombi, genau. Das haben wir früher viel gespielt. Quartett kennst du noch? Ja gut, da ist ja nicht ein Spiel, das sind ja hunderte Spiele. Aber ja. Knack 31, 31 Schwimmen. Das sind so die Bezeichnungen, die ich dafür kenne. Das haben wir früher oft gespielt, wenn wir irgendwie essen waren oder was. Mensch, ärgere dich nicht, ja? Ist auch ein Klassiker, keine Frage. Sagt dir Durak was? Namentlich ja, gespielt habe ich es glaube ich nie. Also es klingelt jetzt nicht, was das genau ist. Risiko? Ne, nie gespielt. So, ich bin da! Ich habe es geschafft! Mal gucken, ob ich über eine halbe Minute vor Zyro bin. Ja, Digga, ich bin bei 90%. Ja, jetzt weißt du mal, wie das ist. Ist kein geiles Gefühl, oder? Apropos, geiles Gefühl, Leute. Holy, gönnt euch mal den hier, den Cola Spinnenbeine. Heißt der, glaube ich. Ich finde den total geil. Ich liebe Cola. Deshalb. Bestes Mario Kart für dich, Double Dash. Ohne Zweifel. Mario Kart Double Dash war das beste Mario Kart aller Zeiten. Alles, was danach kam, wurde schlechter und schlechter. Mario Kart 8, sorry, aber das Spiel ist Müll. Was ist das für ein Name? Kurz geht raus für den Follow. Ja, ich habe meine Ehre gerettet. Ich bin wenigstens, wenn er Stock fährt, schneller als Zyro. Zyro nimmt sich in Zukunft immer als Challenge, irgendwie das Auto Stock zu fahren, mich trotzdem zu schlagen. Boah, wenn ein Auto ansatzweise ein gutes Stock-Ding hat, mache ich das. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Das ist respektlos. 16? Bin jetzt drin mit einer. Oh, Digga. Mit einer 17,7. Boah. Alter, über anderthalb Minuten. Das ist krass. Ja gut, ich meine, ich kann mir nichts drauf einbilden, weil es halt, ne, also ist ja logisch irgendwo, dass das nicht so gut klappt. Aber du hast dich dem gestellt und dafür hast du meinen Respekt. Ja, Digga, ich hab geistern gelitten. Okay, gucken wir mal schnell aufs Excel-Sheet. Ich hab's schon eingetragen. Zack, jetzt sortieren wir's rein und wir landen, da. Das schlechteste Auto bis jetzt. Von Street Tier 1. Nur Rally Raids mit dem Ariel Nomad war langsamer. Holy shit! Das ist schon ganz schön kacke. Alter. Kranker Scheiß. Ich habe auch irgendwann einfach aufgegeben und bin das ganze Rennen in Ego-Perspektive gefahren. Echt jetzt? Ja. Yeah. Ist auch hart. Gut, das ist tatsächlich ja die dritte Runde in der Aufnahme für heute. Das heißt, das ist ein Sonntagsvideo und du weißt, was das heißt. Am Ende dieses Videos kommt noch etwas anderes zu tun. Oh, bitte, bitte. Was Gutes. Wir müssen die nächsten Fahrzeuge auswählen, Leute. Smart hat vorgearbeitet und hatte direkt alte Fahrzeuge rausgenommen und uns quasi vorbereitet. Ich nehme mal gerade hier das Overlay raus. Ich muss mal gerade gucken, ob er auch den Ford Crown Victoria und so jetzt schon draußen hatte. Wahrscheinlich nämlich nicht. Fangen wir an. Ich mache wieder erst eine Bestimmung. Dann sind wir bei 596.
596 bedeutet, die Kategorie ist Demolition. Ich glaube, er hat das sogar jetzt so umgestellt, dass nur noch eine Kategorie einzeln ist. Also bleibt das, glaube ich, gleich. Also wird das erste direkt der Fender Frontera wahrscheinlich sein. Dann 205, das ist Street Tier 2. Und wir fahren... Es switcht noch um. Dann ist es nicht der Fender Frontera. Drittes ist 528, ist Motocross. What the fuck? Ja, jetzt haben wir die Arschkategorien auf jeden Fall. Gut, unsere Autos stehen fest. Wir fahren Demolition Derby, doch noch den Fender Frontera. Dann fahren wir von Street Tier 2 die Chevrolet Corvette C8 Stingray. Und dann in Motocross die KTM 450 EXC. Holy fuck, das werden schlimme Runden. Ja. Boah, Bruder, viel Spaß wünsche ich euch. Also, Zyro ist auf jeden Fall wieder dabei. Ja, beim Street Tier 2, also bei der Corvette C8, aber beim anderen auf gar keinen Fall. Das wird übel, Leute. Das wird richtig, richtig übel. Aber gut, nehmen wir so in Kauf. Die Auslosung hat gesprochen, ich mache ein Bild. Und ich würde sagen, wir können an sich ganz zufrieden sein, dass der Wagen Müll war, ist klar. Wir dachten, das hier wäre schlimm. Nächste Woche wird es schlimmer mit noch schlimmer ausgewählten Fahrzeugen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Zyro vorbei. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Runde. Tschüss. Tschüss.